Schiffsmesse der Imperium, 11.15 Uhr Bordzeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der WOL-Kampagne. Wieder mal Vermilion live. Zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Donny Vermilion. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen. Überall Flüchtlinge, egal wo. Es herrscht Mangel. An Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raynor... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff... Das müssen sie gleich wegschalten, Jim Raynor. ...auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen gar nicht. Jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Ja, das passt ja genau jetzt wieder in die Zeit, ne? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. So, was gibt's hier schönes Neues? Söldner könnten wir mal kaufen. Aber will ich, glaube ich, gar nicht. Nee, Söldner möchte ich nicht. Guck ich lieber im Arsenal ein bisschen rum. Aber bessere meine Einheiten. Fahrzeuge können wir jetzt verbessern. Verbreiterung. 10 Schaden gegen leichte Rüstung. Und was gibt's hier Neues? Der Raketenturm. Eine weitere Salve Geschosse ab. Das hört sich ja nicht schlecht an. Boah, gegen Mutas. Schon geil. Oder wir machen jetzt hier. Sanitäter heilen Ziele schneller und effizienter. Oh, 105.000. Oder kein Techlab mehr brauchen. Das ist auch nicht schlecht. Das kostet 90.000. Mehr Trefferpunkte. 2 Rüstungen. 40% ihrer Angriffsfläche. Boah, das ist hart. Und es kostet nur 40.000, ey. Aber ich spiele halt echt selten. Ich spiele über die Marodeure mit. So, kaufen wir das. Und hier kein Techlab mehr. Dann sind wir nämlich ja schon wieder durch mit Techlabs. Können wir noch mit Zorn reden? Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können. Und von den Kelmorianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben, verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Ja, manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel, wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein hilft einem wenig gegen Gaussgewehre und Kampfschreiter. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Ja. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. So, da kommen wir mal ins Labor gucken, ob wir noch neue Forschungspunkte frei haben. Aber ich glaube doch, bei den Zergen kostet 10. Und hier haben wir halt nur 4 und dann wird es, was gibt's hier Schönes? Waffen-Upgrades im Waffenlager und dem Maschinendock erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit um 5% und verursachen zusätzlich Schaden. Das ist cool. Panzer-Upgrades. Verstärkung der Panzerung, Trefferpunkt um 5%. Was nimmt man da, ne? Versorgungsdepots können sofort gebaut werden, auch nicht schlecht. Spinger schneller. Automatisierte Raffinerien. 2 WBFs bauen, ah, ist es dann. Aber so jetzt sind wir noch nicht. Wir gucken mal nach der nächsten Mission. Auf zur Brücke. Na, Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Und erstmal mit dem Dockflotten. Ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen müssen. Deine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Ja, das wäre nicht schlecht. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Okay. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. So, und dann können wir uns mal eine neue Mission aussuchen. Redstone 3 oder Tarsonis.
Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation. Fangen Sie die Züge der Liga. 100.000, 110.000 Credits, 3 Forschungspunkte. Minimale Sicherheitsvorkehrungen für Sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie Einheit geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Cobra, was ist hier Redstone? Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Tanz auf dem Vulkan. Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt. Da gibt's die Rächer dazu. Leute mit etwas und... Können wir schnell mal gucken, nur nach den Erfolgen. Tanz auf dem Vulkan. Kolonisten ist es bestimmt nicht mehr. Ein sicherer Hafen. Artefakt ist es auch nicht. Na, wo ist es denn jetzt hier? Nee. Tanz auf dem Vulkan. Töten Sie Pflanzenvulkanverschwörer normal den Brutalisken. Tanz auf dem Vulkan. Alle Mitglieder von Tos Crew finden. Und waren das alle? Erfüllen Sie die Mission, die habe ich. Ich will also Brutalisten töten und den die Crew finden. Alle komplett auf brutal. Wir machen das. Challenge accepted. Und wir sind im Redstone-System. Es ist 13:23. Was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Seid sehr warm, ne? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Haken? Naja, die Lava. Dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Ah, es kann ein bisschen mikrolastig werden. Ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Ah, Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Ja. Bringen wir es hinter uns. Auf geht's, ab geht's. Alle machen mit. Tanz auf dem Vulkan. So, wie gesagt, die Mission ist ein bisschen mikrointensiv. Denn da muss man mal die BBFs hier wegräumen. Und das ist natürlich nicht so extrem geil. Wir bauen gleich noch eine zweite Barrack. Und noch ein paar BBFs dazu. Und wenn du fertig bist, kannst du gleich noch nennen. Eigentlich bis Pingas hier bauen. So, wir beiden mal links. Okay, die erste Eruption kommt. Auch ein bisschen Zeit haben wir noch. Einmal können sie noch meinen. Ja, gleich. Machen wir gleich. Die Lava steigt. Bringt diese WBF sofort nach oben. Jetzt gehen wir mal hoch. Du bleibst auch oben. So, dann müssen sie halt abwarten. Du kannst schon mal Bunker bauen. Falls doch mal hier keine Barrack Bunker und noch ein Bunker. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Okay, alle runter mit euch. Ihr beiden ins Gas. Nicht und wir könnten noch Mineralien. Zwei gebrauchen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Noch ein paar mehr WBFs immer gut. 8000 brauchen wir. Wir müssen alle vom Team finden und dann noch einen Brutalisten töten mit Hilfe der Lava. Aber es ist vielleicht noch verbuggt, es geht auch ohne Lava. Schauen wir mal. So, Techlabs dran. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Rächer. Rächer sind immer gut. Ja, mit den Rächer. Rächer sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt alt. So, dann können wir nämlich hier noch zwei Bunker bauen. Und dann sollte er erstmal safe sein. Sie suchen nochmal Rächer. Können wir erstmal ein bisschen erkunden. Hier kommen wir hoch. Ressourcen im Ried. Hier können wir nachher meinen. Natürlich. Irgendwo hier Ressourcen. Das ist alles. Sicher doch. Erstmal nur ein bisschen rum erkunden. So, da können wir noch neue Rächer bauen. Sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben.
So, du baust mir, hallo BWF, du baust mir natürlich ein Upgrade-Gebäude. Aus der Bahn! Der kann ich nicht bauen! Danach bauen wir noch ein paar Marines. Nicht genügend Mineralien. Der Doktor ist da. So, du da rein, du da rein. Ihr seid ein Team. Mineralienfeld erschöpft. Ja. Du bleibst dann hier und reparierst und du bleibst dann hier und reparierst. Oh, Sir, Sir, Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube okay. ich. Wenn sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Space Marine, Space Marine, okay. Rüber, darüber. Wir brauchen mehr Marines. So, einer da rein, einer dort rein. Noch ein paar WBFs. Wir können noch eine Barrack gebrauchen. Lieber mehr Barracks als zu wenig. Und natürlich noch ein Depot. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Aber wenn ich es nicht verteidigen kann, ist doch auch scheiße. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Eigen erschreckt. Dann kommen alle mal da rein so lange. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar. Du bleibst hier oben, mein Freund. Sie umgehend in tiefer gelegenen Bereiche. So, du kannst hier reparieren. Techlab dran, mit in die Gruppe 2 rein. Wir bauen noch ein paar Marines. Alle darunter. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Dort rein, da rein. Nicht genügend Mineralien. Dort rein, da rein. Und jetzt müssten wir halt Long Distance erstmal meinen. Weil Gas brauchen wir auch noch. Aber wir wurden nicht gestorben. Jetzt geht's rund. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, und wir bauen mehr Marines. Abmarschbereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Wir haben nur keine Minerals mehr, wir müssten dahin fliegen, ist ja viel besser. Mach mal auf. Wir fliegen mal eine Runde. Kann's kaum noch erwarten. So, Upgrades müssten wir auch mal nehmen. Nur zu. Eine alles schwierig. Andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Kannst da noch mit nein. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, bitte abbauen. Schlechte Neuigkeiten? Was wichtiert? Naja, Gas brauche ich nicht mehr. Weg vom Gas, alles hier rein. Oh, Minerals ist viel wichtiger. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. So, die letzten drei Marines. Weitere Depots. Ich brauche Depots. Ja, das ist richtig gut gerade. Wo ist der WBF, der reparieren soll? So, die meinen jetzt hier vielleicht. Hallo? Mein? Wir machen die Bunker voll, was soll's. Benötige nicht genügend Mineralien. Gibt hier noch genug Minerals, denke ich mal. Mineralien. Nur zu. Kannst hier noch ein Depot bauen. Hilft ja alles nichts. Hier sind noch 25 Minerals, hier ist auch bald oder alles alle. Warten, was nicht passt, wird passend. 6 Marines, das reicht nicht. Nochmal, nochmal und dann kommt schon Reaper. Nicht genügend. Durchgeladen und oder Rächer auf Deutsch. Mineralienfeld erschöpft. So, läuft soweit. Okay, wir müssen alle wieder hoch. Du wieder hoch. Du hoch. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Ey, nicht das BWF töten. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Bunker wieder verwerten. Kann ich nicht. Bunker stauen. Ein Stück zu langsam. Durchgeladen und reparieren. Abmarschbereit. Was liegt an?
die alle meinen und du wieder runter. Kannst du auch wieder mit meinen? Könnt ihr noch hier mit ein bisschen meinen? Und ihr meint auch alle da. Dann sind die auch schon wieder alle. Das ist ja nicht so toll, wenn die schon wieder alle sind. Und hier brauche ich noch einer repariert. Ein Boy muss zurück. Was springt dabei raus? Wir brauchen mehr Reaper. Und 1-0 Upgrade. Ja, sobald der eine repariert, kommen die halt nicht mehr rein, ist gut. Oh, nicht so vor Wellen hier, von jeder Seite. So, mit dem nächsten Sprung Reaper werden wir mal die Karte erkunden. Was liegt an? Der Tod kommt von oben. Wir haben verbannt. Rache, serviert man. Mineralienfeld erschöpft. Und dann gucken wir mal rum. Warum nicht? Los geht's. Wird gemacht. Oh, hier kommen wir hoch. Gucken, was da gibt. Mit und zurück. Wird erledigt. Schon unterwegs. Mineralienfeld erschöpft. Oh, das ist alles. In Ordnung. Na. So, da haben wir die Jungs gefunden. Das wurde aber auch Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Und noch mehr Boys gefunden. Tod. Ja, ich geh schon. Schlechte Neuigkeit? So, du landest hier. Was wichtig ist? Da könnt ihr dann damit abbauen. Ich höre. Ihr kümmert euch um den Brutalisten. Geht es mir mit nach Hause. Du auch. Fliegst dann nämlich mal dahin. Soll ich irgendwas umlegen? Los geht's. Wenn hier mit jetzt eine Welle zerrt kommt, sind sie alle tot. Was springt dabei von hier raus? Kann ja eigentlich nichts kommen. Ja, ich geh. Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Warum nicht? Sicher doch. Oh, das ist alles. In Ordnung. Ich höre. So, Hold Position. Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Ja, machen wir doch. Wir brauchen noch ein paar Reaper. Das war kein Reaper. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. So, jetzt kommen die Reaper. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen. Alles evakuiert. 1-0 ist durch. 1-1 können wir nicht. Da wir kein Gas mehr haben und wir bräuchten noch ein Depot. Der Tod ist ein WWF dabei. Jo. Noch ein Depot, noch ein Depot und dann bringe ich her. Bitte einmal landen. Die Gefahr ist vorüber. Hallo, Sie können landen. Mit dem Abbau fortfahren. Die alle ran und die Armee geht was, weiter. Was fürchtet? Was? Der Tod kommt von oben. Oh yeah, Baby. Schon unterwegs. Los geht's. Gucken wir mal ein bisschen rum hier. Gut gemacht. Warum nicht? In Ordnung. Benötige weitere Depots. Wird erledigt. Brauche ich halt doch noch ein paar Marines. Ich Basis wird angegriffen. Schnell alle evakuieren. Aber sicher! Der Doktor ist da. Und weiter bauen. Wir nehmen noch ein paar Marines mit, das hilft alles nichts, das bringt sonst nichts. Da waren noch Ressourcen, wir gucken das mit hier her. Hier sind noch Ressourcen. Da ist irgendwo der Brutalisk. Durchgeladen und entsichert. Positiv. Wird gemacht. Macht sie alle. Brutalisk ist tot. Mal gucken, ob es als in Lava zählt. Wir sammeln hier alles ein. Das sieht doch schon ganz gut aus, Rain. Das sind Spuren von weiteren Mineralien auf der anderen Seite. Hier sieht es okay aus. Was ist hier oben? Jetzt geht's rund. Mineralienfeld erschöpft.
Los, los, los! Warum? Anscheinend nichts. Bereit machen, Jungs! Geht, worauf soll ich? Durchgeladen und entsichert. So, was hier ist alles leer? Hoch mit dir. Hier abbauen, Jungs. Das Teil muss runter. Worauf soll ich ballern, Sir? Und wir gucken mal weiter. Basis wird angegriffen. Durchgeladen! Abmarsch bereit! Sollte gleich sterben. Unsere Basis wird angegriffen. So, Armee hoch. Uhu. Seismische Aktivitäten zu. Ihr alle hoch. Zur Vorsicht geraten. Ganz kaum. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ja, mir sieht's auch gut aus. Bereit machen, Jungs! Stirb, stirb, stirb! Geht klar. Immer mit der Ruhe. Wollen wir mal ein bisschen bei den Zerg auf. Wir machen auch ein Damage, die Rächer. Alle hier ran. Minerals, Minerals, Minerals. So, wir haben alles weggeräumt. Das heißt, die kann schon mal hier hinfahren. Müssen nämlich die Zerg ein bisschen verdrängen. Die stören mich nur. Guck mal jetzt hier hoch. Haben wir noch mehr Rächer? Deine Männer arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir brauchen. Wir bauen trotzdem noch mehr Soldaten. Wir müssen ja alle Jungs finden. Haben wir jetzt alle? So, noch ein paar davon und dann haben wir genug. Nein, fällt erschöpft, also ihr dahin. Du kannst schon mal dahin fliegen. Du nach oben. Dann fliegst du dahin. So, Rächer hoch. Okay, ich habe jetzt meine Rächer, die waste ich gerade. Oh, den Rest nicht, das ist okay. Nein, ihr beiden bleibt zu Hause. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Befehle erhalten. Rache serviert man kalt. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Aber sicher. Die halten aus hier, die Larven. Die Gefahr ist vorüber. Sie können so, runter. Und wir müssen weiter meinen. Und ein paar von euch können da noch meinen. Und wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Hier. So, wir haben alle Rächer. Aber ich glaube, den Brutalisken haben wir nicht. Den müssen wir in der Lava töten. Erstmal alle schnell heilen. Was springt dabei raus? Warum nicht? Und dann schließen wir halt mal schnell die Mission hier noch ab.
nur noch ein paar Mineralien fehlen. Ja, die kriegen wir jetzt noch hier. Oh, der Damage. Los, los, los! Worauf soll ich ballern, Sir? Ei, ei, Sir! Jawohl! Mineralien! Los geht's! Los! Bereit machen, ihr kann's kaum! Worauf soll ich ballern, Sir? Jetzt haben wir nicht mehr so viele Recher. Selbstverständlich! Kommt noch was? Bingo! Ein paar Seuche. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ganz kaum noch. Bereit noch. So, und da wurde das Spiel gewonnen. Sehr schön. Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden. Schon fertig. Gucken, ob wir den Brutalisten getötet haben oder nicht, ob es zählt. Sagen, Rena. Ich habe das Gefühl, es gibt noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten können. Mit Hilfe der Lava soll man den töten. Wenn ich muss, müssen wir den nochmal schnell töten, ja. Mit Hilfe der Lava. Da müssen wir wohl nochmal schnell und ganz kurz rein. Wir wiederholen die Quest nochmal. Ganz kurz. Dann müssen wir den anscheinend in die Lava locken, den Brutalisten. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Barrick bauen, Techhead bauen. Schlechte Neuigkeiten? Boah, Gas bauen. Lange haben wir nicht genug Gas. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, den Brutalisten. Nicht genügend Mineralien. Das ist jetzt Ziel Nummer 1. Ja, wir haben noch Zeit, passt noch. Schicken wir die da dran. Ja, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Die Lava steigt. Bring diese WBS sofort nach oben. Jetzt alle hoch. Kapiert. Alle abgegeben, alle hier rein. Ruder rein. Nicht genügend Mineralien. Sammeln wir halt Gas ohne Ende. So, hier alle hier runter, abgeben und mit runter. Dann brauchen wir ein Tech-Lab. Tech-Lab kommt. Müssen wir das so planen, dass wir den nachher nicht hier runterziehen, das ist zu weit, sondern hier drüben runter. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Kannst du schon mal einen Bunker bauen? Und dann am besten noch hin. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Du machst das gleiche, Recher. Gibst die Mineralien ab. Recher, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Und noch ein Bunker. Die sind echt hart drauf. Noch ein Bunker. Was springt dabei aus? Und dann können wir eigentlich schnell die Ressourcen alle noch holen. Und die können wir holen. Da können wir schnell hin, da können wir nämlich mal Münz bauen. Noch ein, zwei WBFs. Ich höre. Wird erledigt. So, das haben wir. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Ruder rein. Ruder rein. Machen es gleich so. Upgrades können wir noch nehmen. Verstanden. Noch ein paar WBS mehr. Los, los, los. Oder am besten noch eine Barrack. Noch eine Barrack wäre geil. Das dauert mir sonst zu lang. Oh, Sir, Sir. Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe ihrer Position an. Ein Brutalist, glaube ich. Ja, den wollen wir doch auch holen. Wenn sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Da haben sie anscheinend gepatcht mit dem Brutalisten, weil das ging sonst immer, dass du einfach den töten musst. Mineralienfeld erschöpft. Scheint so. Nur zu. Wir brauchen noch ein Depot. BBF einsatzbereit. Jetzt geht's hier sind wir gleich out of minerals. Nur als Erinnerung, Sir.
Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Ja, aber ich muss ja auch verteidigen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Ich muss es doch auch verteidigen können, meiner. Guck. Sonst hätte sie jetzt nicht halten können. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Alle hier ran, alle hier hoch. Hier können wir noch einen Tech-Lab ranbauen, hier können wir noch ein Upgrade nehmen. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Und dann bauen wir ein paar Reaper. Und ein paar Marines noch. Was liegt an? Button! Erweiterung fertiggestellt. Und dann können wir da noch ein bisschen abbauen. Fahrt ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Es wird nicht lange reichen, aber ein bisschen. Was liegt an? Button! Nicht genügend Mineralien. Für ein paar Jungs reicht's. Was springt dabei raus? Wird erledigt. Sicher doch. Oh je. Zurück. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Wir haben WBF gekillt. Die Verbrecher. Und einen Rächer habe ich verloren. So, alles einsammeln. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Und damit euch. Ah, hier sind noch auf Ressourcen. Kommt noch was? Da rein, noch ein paar mehr Marines. Was springt dabei raus? Rache serviert man kalt. Und ihr baut auch damit ab. Schupp, schupp. Eine Hand wäscht. Upgrades kommen, Medis kommen, ich brauche noch mehr Depots. Der Tod kommt von oben. Dann haben wir hier die Bewachung so lange. Depot ist fertig, hier ist fertig. Und die müssten jetzt eigentlich hier schon mal hin. Und den Typen dann holen. Du musst ihn in die Lava locken. Nichts, womit ich nicht fertig werde. In Ordnung. Wird erledigt. Wird gemacht. Dann locken wir den dann hierher und gehen dann da hoch. Warum nicht? Los geht's, Kopf. Oh, das ist ein fürchterlicher Tod. Nein, ihr könnt zu Hause bleiben. Mineralienfeld erschöpft. Was liegt an? So, das bereitet jetzt schon mal vor. Hier da hoch, hier dahin, hier nach Hause. Ihr müsst jetzt anfangen, los. Nichts, womit ich nicht. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Unsere WBFs werden angegriffen. Warnung, Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend. So, los jetzt, komm. Der Tod kommt von oben. Sehr gut, gut durch. Ja, ne, nicht verloren, ich würde schon sagen. Und damit werde ich jetzt auch hier das Spiel beenden. Bis dahin, tschüssi.